Etwa dreimal im Jahr gibt es oben im Werdenberg ein Spielcafé, notabene im Seecafé. Ein Angebot von der Ludothek Werdenberg für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren. Wir haben von außen eingegügelt. Faszinierend, wie sich die Leute können erreifern können, ab dem Spiel, ab der Taktik. Und wir haben über die Schulter geschaut. Oh, wartet so. Magst du noch was? Nein, ich glaube, das ist. Die Auswahl ist klein. 4, jetzt gehen wieder alle weg. Mhm. Und er tut jetzt wieder 4. Alle her. Du bist schon fertig? Ja. Oh, ehrlich? Nein! Schnell, danke! Gehen wir weiter, oder hören wir jetzt? Machen wir doch noch weiter. Ja, machen wir noch. Nur mal wenn er weg zweite. Ist, haben wir noch schon. 4, ich weiß. 3. Oh, machen wir noch was. 4. Oh. Soll ich noch mal? Ja, du noch eins. Hast du noch eins? 5, nein. Ja, das habe ich mir fast gedacht. 6. Jetzt schauen. Aha. 5. Jetzt machen wir noch weiter. Ja, jetzt geht es 4. Geht es noch um den Nächsten? Ich bin noch nicht fertig. Ah, du bist auch noch. Aber du bist fertig. Nein. Entschuldigung. Ich bin noch nicht fertig. Aber das ist so schön da. Nein, ich bin noch nicht. Aha. Oh, schau jetzt. Ja. Jetzt hast du aber schon. Oh, jetzt habe ich viele. Aber du hast aber viele da, he? Ja, du, jetzt muss ich mal ein bisschen loswerden. Also. Du darfst schon alles anzeigen. Du darfst auch nur sagen. Oh, jetzt kann aufzahlen. Das war bei mir auch so gewesen. Irgendwann geht es denn? Ach, schau jetzt. Ui, jetzt. Nur nicht ein Einzel. Ja. 5, ich habe ihn nochmal aus. Dann noch mal. Nochmal. Ja, ja. 4. Aber jetzt. Ah! Du hast, glaube ich, nicht gehört. Du hockst da so teilnahmslos da. Hast du gewonnen? Ja. So ist es. Könntest du verlieren? Ja, ja. Weißt du, warum ich nicht spielen, weil ich nicht verlieren kann? Ja, das ist schade. Das gehört zum Spiel. Ist eigentlich immer so, dass man gegen Frauen spielt, gegen drei, dass man dann gewinnt? Nein. Und ihr habt ihn nicht gewinnen, oder? Nein. Er gewinnt vielmal. Goni? Ich habe verloren. Sie haben gesagt, du gewinnst viel. Also du bist ein Taktiker. He? Kann man sagen, ja. Tja, der muss jetzt auch lernen verlieren. Weil mir ist klar, Taktik ist auch wichtig fürs Leben. Und wer nicht spielt, der, so liest man eben, der verhindert auch seine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe mich konzentriert. Wie geht das Spiel? Was würde ich jetzt hier machen? Ich bin einfach nicht rausgekommen. Da kommst du jetzt nicht raus, was für ein Spiel das nein, da ist. Nein, Hans Rudi. Um was geht es da? Kannst du noch mal die Schachtel zeigen? Wieder? Wer hat die Schachtel? Nicole, wer hat die Schachtel? Ich bin nämlich die längste Zeit im Studieren, was es da geht. Was ist das? Yes, es nochmal. Ja, um was geht es da, Nicole? Da musst du David fragen, ich habe keine Ahnung. David? Wir beide sind Teamleiter. Und ihr wir, zwei? Ja. Also so Kopie. Ja, sie ist Leiterin vom Frauenteam, ich bin Leiter vom Männerteam. Ah, das ist ja. Frauenteam, du bist Männerteam. Wir haben da so einen Codeschlüssel und wir müssen mit Tipps unserem Team probieren zu helfen, dass sie die richtigen Karten hier auswählen. Ah. Wenn wir unsere Karten voran wegbringen, von ihnen haben wir gewonnen und sonst. Das ist zum Beispiel gerade ein guter Tipp. Jetzt haben wir noch einen. Yeah. Also jetzt, ich bin da schwer vom Begriff. Also, wem hast du jetzt einen Tipp gegeben? Den Tipp haben wir noch nicht mitbekommen. Ich habe vorne einen Tipp gegeben. Der besteht immer aus einem Wort und einer Anzahl Karten, die dazu passt. Aha. Und zwei von diesen Karten haben sie jetzt bereits schon verwünscht. Und jetzt haben sie die letzte verwünscht. Jetzt hat es gewonnen. Und jetzt hat das Männerteam gewonnen. Männerteam hat gewonnen. Eigentlich, wer hat angefangen? Ja. Dann hätten wir jetzt doch eigentlich nur die Chance, in unseren Resten zu legen. Eine Karte hat eine Doppelseite und die kommt immer das Team über, das anfängt.
Das heisst, wir haben eins mehr müssen machen als ihr. Das stimmt, ja. Dafür haben wir dürfen anfangen. Bist du zufrieden? Oder, also mir tut es nachher eine komische Erklärung. Ich würde nicht lachen lassen. Ja. Komm, jetzt kämpfen noch ein bisschen. Das war jetzt Anfängerglück. Ja, habe ich auch das Gefühl. Wir machen noch mal eine Runde, bitte. Ja. Aber hast du gut gemacht, Rani? Gute Erklärungen gewesen. Und jetzt können wir einfach die umdrehen. Also du, David, du gibst der Nicole eine Erklärung ab, zum Beispiel. Nein, aber. Ja, gibt es nicht etwas Neues? Jetzt müssen wir noch. Wenn ihr Teamleitung macht. Ja, mach doch in muss ich nicht denken. Der muss niemand okay. Durchstehen. Gut. Ich muss ein neues haben. Ja. Sie bekommen jetzt ein neues. Am Schluss noch 400 Zähler. Also, was kostet es da? Nicht gar nicht. Ich muss jetzt da. Die. Das Spiel da, das da. Ja. Das ist das Spiel da auf dem Tisch. Aha. Und ich Team Rot mit den Frauen. Er muss jetzt, das Symbol muss ich jetzt erklären mit einem Wort und mit Zahlen. Vielleicht kann ich es mit zwei oder drei Karten verbinden. Ah, ja. Habe ich es recht gemacht, David? Ja. Gell? Passt. Also gut. Da oben ist es dann gleich noch. Wer fährt wieder blau? Wir sind ja auch, wir sind wieder rein. Wichtig ist einfach immer ah, so. Ja. Aber du hast es noch nicht erklärt, oder? Ich nicht, nein. Blau. Blau. Aha. Jetzt müsstest du es eher erklären. Ja. Aber die erste Runde braucht immer, bis man sich ein bisschen alle Bilder angeschaut hat. Also, ich finde das hochkompliziert. Du, Anzug, wenn man so drauf schaut, gell? Ja, das ist brutal. Aber also, wir sind Rorschach-Test, tut mir das. Darum heisst ja das eben God Names Pictures, streng geheim. Da kommen eigentlich, ja, ist ja nur für Agenten, oder? Und Agenten ist... Speziell, oder? Aber wir haben das auch schon gespielt in der Ludothek. Ist eigentlich ein interessantes. Also es geht eigentlich darum, die Karten, die auf dem Tisch liegen, ja. Du musst Tipps geben, ich glaube zwei bis drei Sachen. Jetzt, dort ist, musst du mal vielleicht auch filmen, was da für Hinweise sind. Du darfst das, was du siehst im Hinweis, nicht selber sagen. Also dort ist jetzt ein Käse. Jawohl. Dann darfst du nicht Käse sagen, aber du kannst wollen sagen Emmentaler. Aha. Und dann wissen die, aha, das ist für Rot und dann müssen sie es antippen und dann, wenn es recht ist, legen sie Rote oder den alten Blauen. Ja, also hoch. Was hast du für einen Tipp gegeben dort für den Käse? Er hat den Tipp gegeben, Musenfresser. Also ein Wort, das es nicht gibt. Nein, es gibt. Das ist der Vorteil von der deutschen Sprache. Ja. Aber Emmental hättest du jetzt können sagen. Ja, aber wir tippen noch auf den hier. Und da würde jetzt Emmentaler nicht wirklich drauf passen. Aha, da so. Ist ja. Je mehr Hinweise du kannst geben, wo das Team, sagen wir, merkt, da sind ja mehrere Karten drin, zum Legen, desto besser. Jetzt hat er etwas mit Müsse gesagt, glaubt, darum hätte er Käse und noch Sander legen, oder? Ja, und Hans, das Spielkaffee, da geht es immer wieder, gell? Das ist, Goni ist es alle drei Monate, gell? Ja, dreimal im Jahr, im März, im Juni und im September. Hoppla, jetzt habe ich falsch Goni drauf gehabt. Sechs Mal. Siehst du, also, März, Juni und September. Und da kann man daher kommen, einfach ist gleich. Also man muss auch gerne verlieren, oder? Ja, selbst sollte man schon ein bisschen können. Und dann kriegt man dann auch eine Einführung über, oder? Ja, da kannst du, also darum, unsere Frauen da, üben ja das Spiel üben vorher. Jawohl. Dass wenn man da ist, wissen wir, wie es geht. Und dann kann man schnell das auch erklären, den Leuten, die kommen. Was aber noch gut ist, es kann jeder auch ein Spiel mitbringen, das er gerne spielt, weil man weiss ja nicht, was da gespielt wird. Also ein Lieblingsspiel kann man immer mitbringen und dann wird das auch da gespielt. Super, he? Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir sind immer noch friedlich mit einem keimdienstmäßigen Spiel unterwegs. Da, Guten Abend miteinander. Hoi. Möchte noch jemand etwas zu trinken? Gerne, ja. Möchtest du gerne ein kleines Cola?
David? Studieren und Hirnen, das macht Durst. Und bei den anderen macht es auch ein bisschen Hunger. Und das gehört dazu. Spielen ist ein Teil des Lebens. Spielen bringt einem weiter. Es gibt x Abhandlungen über Spiel, was Spielen alles bringt. Aber eins ist mir ganz sicher. Spiel ist ein Teil des Lebens. Und die Art von Spielen, wie man hier jetzt sieht in dem Spielkaffee, das ist wirklich etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Bei der Ludothek Werdenberg könnt ihr nachschauen, wenn es den Spielkaffee im Seekaffee wieder gibt. Und wenn ihr denkt, ihr würdet auch gerne hierher gehen, ja, ihr müsst nicht unbedingt zum Spielkaffee gehen, Seekaffee ist immer offen, aber auch während dem Spielkaffee könnt ihr eben das, was dem Seekaffee geboten wird, gerade auch noch geniessen. Eine wirklich eine ganz wertvolle Kombination von Tüfteln, von Studieren und eben auch von Geniessen. Geniessen kann man auch das Spiel. Wir sind zur nächsten Station gegangen. So, voilà. Das ist wieder ein ganz anderes Spiel. He? Wie heisst das? Isle of Sky. Hast du schon mehr gespielt? Nein, das ist das erste Mal. Aber das täuscht noch, ist es schwer, oder? Nein, das ist relativ schnell erklärt. Aha. Wie gesagt, ich spiele es und macht Spass. Es hast du kein Karbäuschen, ne? Da sieht ihr kein Mensch rein. Um was geht es denn da? Da geht es darum, dass man eine Landschaft hier anlegt und man kriegt Punkte für die unterschiedlichen Dinge, die man macht. Für diese Salztürme, für Schafe, die da sind, für Whiskyfässer. Und je nach Runde wird etwas anderes gewertet. Und man muss eben auch schauen, was die anderen so an Karten ausliegen haben. Da kann man Geld draufsetzen und ja, muss dann entsprechend Preis bezahlen. Aha, war interessant. Das ist super interessant. Macht super viel Spaß. Auch interessant. Ja, sehr, ja. Ja. Ihr habt alle so ein bisschen andere Ziele, sehe ich da. He? Ja, wir haben eine andere Karte lieber. Ja, und dann muss man schauen, was die anderen so haben. Und hat man einen Vorteil mit dem Liechtensteiner Dialekt? Wenn's so nicht wirklich, nicht nein. Aber auf jeden Fall ist das international. Also da kann man herkommen, woher man will. Das spielt keine Rolle. Wenn das vor, oder Liechtensteiner Dialekt, dann eher wo ist ein deutsche oder österreichische Herkunft, ja. Schweizer und dann die Leiterin. Also wir sind hier international unterwegs, oder? Auch Schweiz. Ja. Also Spielen verbindet, he? Genau. Grenzenlos. So auf jeden Fall. Du, wie steht es bei dir? Kannst du auch verlieren? Ja, sicher. Das wäre mein Problem, zu verlieren. Nein. Wichtig ist, dass man miteinander spielt, damit man nicht verliert. Und bei dir bin ich geschlagen. Noch nicht. Bist du auch ein bisschen Geldbunkern? Ja, weil das wird das. Du hast eine klare Strategie, ja? Ja, ja, ich darf nicht viel verraten. Interessant, ja. Ja, interessant, ja. Das Spiel sieht jetzt recht kompliziert aus, aber man sieht das, jedes Spiel ist eigentlich beschriftet. Spiel, also Spielanzahl Spieler 2 bis 5 könnt ihr spielen. Das Spiel dauert schon rund 60 Minuten. Also das ist eigentlich gut für einen Spielabend. Und das Alter plus 8, also da könnt ihr von 8 bis 100 und noch mehr könnt ihr spielen. So ist jedes Spiel beschriftet. Du bist ja geil kulturbeflissen, aber du bist, kommt mir jetzt eine längere mehr vor, auch sehr spielverrückt. He? Ja, geht. Ich mache gerne mal so Spiele, wenn man die Spielregeln kennt. Aber ich verliere nicht gerne auch. Das ist schon so. Aber ich spiele ja, wenn man so eine Spielarbeit hat oder interne Spielarbeit, machen wir manchmal noch in der Ludothek, um eben die Spiel vorzubereiten. Dann gehe ich auch und dann haben wir es lustig am Abend. Das ist schon so, ja. Wir haben jetzt die Kärtchen müssen aufdecken und jetzt sehe ich, wie viel Geld das er pro Kärtchen will haben und ich habe noch Geld in der Hand. Und jetzt muss ich schauen, weil ich, dass ich will kaufen und ich will sie's kaufen. Er hat 4 Geld, also muss ich ihm 4 dafür zahlen. Dann komme ich das Geld Kärtchen über. Gutes Geschäft gewesen? Ja, ich hätte es lieber selber verbaut, aber das Geld ist auch gut. Wie steht es mit der Liechtensteiner Immobilie da? Ja, ich muss abwarten, was übrig bleibt. Ich muss der Schweizer kaufen lassen. Also haben wir hier zweimal gell, EU und einmal überhaupt Bärli, der nicht dabei ist. Hat es da einen Vorteil bei der EU, wenn man so die Praktiken kennt? Bei dem jetzigen Umrechnungskurs nicht mehr. Früher wäre es besser gewesen. Das musst du haben, ne? Verdenkt, dass du scharf bist. Ups, sorry. So.
Jetzt eine blöde Frage, muss man was kaufen? Nein. Man kann passen. Man kann auch passen. Man kann auch passen. Halt hoffen, dass noch was übrig bleibt. Weil wenn man dann nachher ohne dasteht, dann ist halt nichts mehr. Dann würde mir meist Geld auf die Seite bringen. Nicht unbedingt. Ja, das ist dann der, da bringt es dann, wer am meisten Geld in der Hand hat. Also jetzt die Runde ist das D. Und das B, wer am Schaufen kann, Siegpunkte haben. Vorher wäre besser gewesen. Ja. Ist das eigentlich ein Spiel oder ein Intelligenztest? Ah, jetzt, so kann ich es. So kann ich es. Jetzt ist gut. Erst? Vier. Das ist auch ein bisschen blöd. Du hast unmittelbar nachher etwas frei. Das muss ich rausnehmen. Gut, ausser man tut es oben. Was geht es nachher darum, wer am höchsten raufkommt? Es geht eigentlich darum, dass die grünen Punkte, das sind Minuspunkte, wenn man die aufgedeckt hat, und die weißen Punkte hier, die sind Pluspunkte. Die sollte man nicht zugedeckt haben. Machen Sie das jetzt das erste Mal, das Spiel? Nein, ich habe es, glaube ich, mal schon gespielt. Ich spiele sehr viel. Aha, eben, genau. Wenn man das erste Mal sieht, drückt es noch nicht. Das drückt ein bisschen, ja. Wer macht das erste Mal von euch jetzt? Ich glaube es. Ich glaube, ich habe das schon mal gespielt. Aber wird man richtig nervös, oder nicht? Nein. Nein. Es ist sehr beruhigend. Ja, ich finde es auch schön. Es ist einfach blöd, dass man in einer Ruhe das macht. In einer Ruhe. Nächste. Oder Weiber. Ja. Gut, wenn die vorher das gewählt hätten, hätten die dann eben überdeckt. Und dann wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Hätte ich können sagen, Mensch. Und dann ja, wäre was. Hans-Rudi, wo bist du? Ja, bin ich. Siehst du, hast du gesehen? Kaum habe ich die Kamera gezückt, schreit Nicole völlig einfach aus dem Zusammenhang raus. Wir haben gewonnen, Weiber. Also nicht nur wir zwei gewinnen gerne, es gewinnen alle. Ja, ja, du, das ist normal. Das muss so sein. So, und jetzt Nicole, du verlierst also auch nicht gerne. He? Ah doch, doch, Spielen macht Spass. Gewinner und Verlierer gibt es im Spiel. Und da musst du können, sonst macht es ja keinen Spass.